Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu unserem Morgenkreis. Heute habe ich euch ein neues Lied mitgebracht. Guten Morgen, liebe Daumen, seid ihr schon aufgewacht? Habt ihr auch so gut geschlafen wie ich die ganze Nacht? Ich rüttel und schüttel euch hin und auch her. Guten Morgen, liebe Daumen, das ist gar nicht schwer. Guten Morgen, liebe Füße, seid ihr schon aufgewacht? Habt ihr auch so gut geschlafen wie ich die ganze Nacht? Ich rüttel und schüttel euch hin und auch her. Guten Morgen, liebe Füße, das ist gar nicht schwer. Guten Morgen, liebe Nase, bist du schon aufgewacht? Hast du auch so gut geschlafen wie ich die ganze Nacht? Ich rüttel und schüttel dich hin und auch her. Guten Morgen, liebe Nase, das ist gar nicht schwer. Guten Morgen, liebe Arme, seid ihr schon aufgewacht? Habt ihr auch so gut geschlafen wie ich die ganze Nacht? Ich rüttel und schüttel euch hin und auch her. Guten Morgen, liebe Arme, das ist gar nicht schwer. Guten Morgen, liebe Kinder, seid ihr schon alle wach? Habt ihr auch so gut geschlafen wie ich die ganze Nacht? Wir schütteln und rütteln uns hin und auch her. Guten Morgen, das ist gar nicht schwer. Heute in unserem Morgenkreis geht es um die Farben des Regenbogens. Letzte Woche habt ihr schon euer Essen gezeigt in allen Regenbogenfarben. Kennst du denn ein Lied, in dem ganz viele verschiedene Farben drin vorkommen? Weiß ich nicht. Aber ich habe euch eins mitgebracht. Und das kennst du auch. Rot, rot, rot sind alle meine Kleider. Rot, rot, rot ist alles, was ich mag. Weil mein Schatz die große Liebe ist. Was ist orange? Die Orange und der Kran. Dann machen die Orange. Orange, orange, orange sind alle meine Kleider. Orange, orange, orange ist alles, was ich hab. Weil mein Schatz eine Orange ist. Gelb. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist gelb. Gelb, gelb, gelb sind alle meine Kleider. Gelb, gelb, gelb ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so gelb ist. Weil mein Schatz die liebe Sonne ist. Was ist das? Grün, die Wiese. Die Wiese. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz die Wiese ist. Hellblau, hellblau, hellblau sind alle meine Kleider. Hellblau, hellblau, hellblau ist alles, was ich mag. Darum
Schatz der Himmel ist. Wir haben jetzt Dunkelblau. Was ist das? Das Meer. Das Meer oder der Ozean? Nein, das Meer. Das Meer. Blau, blau, blau sind dunkelblau, dunkelblau sind alle meine Kleider. Dunkelblau, dunkelblau ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so dunkelblau ist, weil mein Schatz das große Meer ist. Die Perlen dort. Die Perlen? Ja. Und was gibt es draußen in der Natur noch, was violett sein kann? Was haben wir denn am Wochenende gesehen? Im Garten bei uns? Was habt denn ihr gesehen? In eurem Garten vielleicht oder auf eurem Balkon? Da wachsen wie aus der Erde. Wie aus meiner Hand eine Blume. Blume. Eine violette Blume. Eine violette Blume. Violett, violett sind alle meine Kleider. Violett, violett, violett ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was violett ist, weil mein Schatz eine Blume ist. Eine violette ist. Sehr gut. Wir haben jetzt alle Farben des Regenbogens gesungen. Und wisst ihr eigentlich, wie ein Regenbogen entsteht? Ja, wenn Regen da war und dann es wieder aufhört. Und was noch? Was fehlt noch zum Glück zum Regenbogen? Die Farben. Und die? Sonne. Die Sonne. Und wenn Ostern ist, kommt bestimmt auch Regen, ein Regenbogen und Blumen rauf. Okay, hört mal zu. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von Anne dem Einhorn, die wissen wollte, wie ein Regenbogen entsteht. Auf einer Wolke hoch oben im blauen Himmel lebte ein hübsches Einhorn, das Anne hieß. Anne hatte eine bunte Mähne und einen bunten Schweif in den allerschönsten Farben des Regenbogens. Rot, rot, gelb, grün, hellblau, dunkelblau, violett. Tag für Tag saß das Einhorn Anne auf einer Wolke und schaute den Wolkenblumen beim Wachsen zu. Manchmal verirrte sich auch ein Marienkäfer auf ihrer Wolke und Anne freute sich immer sehr über ihren Besuch. Denn Anne langweilte sich manchmal etwas. Warum nur? Nun, Anne wartete schon lange, lange darauf, endlich einen echten Regenbogen zu sehen. Wo sie ihn finden konnte, das wusste sie nicht. Aber sie hatte schon viel über Regenbogen gehört. Und dass sie wunderschön sein sollten. Auch. Deswegen saß sie auf der höchsten Wolke, um einen guten Ausblick zu haben, falls sich ein Regenbogen zu ihr verirren sollte. Manchmal konnte das Warten ganz schön langweilig sein, aber Anne sang oft fröhliche Liedchen und ab und zu reimte sich auch ein bisschen. Ich bin Anne, das Einhorn, das schön auf einer Wolke steht. Einen Regenbogen wünsche ich mir, ach, wär er nur hier bei mir. Eines Tages zog Herr Regen an Annes Wolke vorbei und rief freundlich, Hallo! Anne grüßte ebenso freundlich zurück. Bevor Herr Regen wieder verschwand, fiel Anne ein, dass sie ihn vielleicht fragen könnte, wann endlich ein Regenbogen zu ihr kommt. Und das tat Anne. Sie fragte Herrn Regen nach dem Regenbogen. Herr Regen, der einen lustigen Schnurrbart trug, schmunzelte und sagte, das ist einfach. Warte kurz, Anne, ich sag meiner Frau Bescheid. Wir kommen gleich wieder, versprochen. Das Einhorn verstand zwar nicht, was Herr Regen meinte,
Aber sie blieb geduldig auf ihrer Wolke sitzen und wartete. Es dauerte nicht lange, da sah Annegret schon ein helles Strahlen und Leuchten. Das konnte doch nur Frau Sonne sein. Und so war es auch. Herr Regen und Frau Sonne kamen Hand in Hand zu Annes Wolke geflogen und lächelten. Hallo Anne, du möchtest also gern einen Regenbogen sehen? Fragte Frau Sonne. Ja, das wäre mein größter Wunsch, antwortete Anne und nickte eifrig. Nichts leichter als das, sagten Frau Sonne und Herr Regen gleichzeitig. Frau Sonne strahlte und Herr Regen ließ es regnen. Dann riefen beide, Regenbogen, komm zu uns. Ganz langsam erschienen die Farben. Rot, orange, gelb, grün, hellblau, dunkelblau, violett. Zwischen zwei Wolken und Annes kleines Einhornherz hüpfte aufgeregt. Da staunst du, was? Fragte Herr Regenbogen. Herr Regen und Frau Sonne sagte, wir sind die Eltern vom Regenbogen. Nur wenn meine Sonnenstrahlen auf die Regentropfen von Herrn Regen treffen, entsteht ein wunderschöner Regenbogen. Denn mein Licht besteht aus allen Farben, die du im Regenbogen finden kannst. Und in den Regentropfen werden alle Farben meines Sonnenlichts gebrochen, so dass du sie sehen kannst. Toll, oder? Mhm. Anne schaute sich so lange den Regenbogen an, bis er wieder verblasste und war ganz verzaubert von seinen Farben. Dann schüttelte sie ihr Regenbogen-Einhornmähne, winkte Frau Sonne und Herrn Regen zu, hüpfte von ihrer Wolke und machte sich auf zu neuen Abenteuern. Ja. Jetzt weißt du, wie ein Regenbogen entsteht. Wisst ihr es auch? Ja, aber... Habt ihr gut zugehört? Aber Regenbogen gibt es doch nicht in der echten Welt. Doch. Nö. Ich habe nämlich keinen gesehen. Heute sehen wir auch keinen, weil keine Sonne scheint. Aber wenn die Sonne scheint und es doch mal regnet, dann kommt der Regenbogen. Aber wenn ihr das nächste Mal einen Regenbogen seht, die Sonne scheint und es regnet gleichzeitig, dann denkt an unser Einhorn und unsere Geschichte. Ich denke das schon. Ich kenne doch Einhörner und ich habe noch. Das ist ja gut. Wir haben noch was mitgebracht. Was? Ein Fingerspiel. Du darfst die Farben aussuchen. Wenn die Farbe drankommt, hältst du die Farbe in die Höhe. Okay? Ja. Alle meine Fingerlein wollen einmal Farben sein. Der Daumen, der ist dick und blau. Wo ist die Blau? Wie der Himmel, in den ich schau. Zeigefinger, der ist gelb bemalt. Wie die Sonne, die heute strahlt. Mittelfinger mit dem Sonnenhut, der ist rot. Das steht ihm gut. Ringfinger hat die Farbe grün. Wie das Gras, wo Blumen blühen. Und das kleine Fingerlein ruft ins Wasser nun hinein. Alle meine Fingerlein wollen wieder sauber sein. Springen nun ins kühle Nass. Kinder, ist das heute ein Spaß. Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächstes Mal. Tschüss.